Glück vor aus dir. Ich riech schon. Ja, wir sind nicht weit von dir. Ja, ja, 6 Minuten vor mir gestartet. Tag 2 der Rate Himalaya von Manali nach Leh, 474 Kilometer, über 5000 Höhenmeter. Einer der härtesten Teilabschnitte hier in dieser Rallye. Perfekte. Schneller Kurs, optimal, liegt mir voll gut.
schnellsten Stück. Echt? In 2 Minuten bin ich aber jetzt aufgefahren. Super. Der ist ja gerade hämmer, gell? Vierter Tag, Leg 4, von Leh nach Rangdum. Wir befinden uns hier in Rangdum in einem Militärcamp, wo wir die nächsten beiden Nächte verbringen werden. Es ist bitterkalt hier, die Mechaniker haben zu tun. Hinter mir der Servicepark, wo geschraubt und getüftelt wird. Wir schauen jetzt zu den Fahrern und schauen, wie es ihnen heute ergangen ist. Ja, es ist heute leider das erste Mal sehr kalt. Sonst haben wir immer super weiter gehabt. Aber ja, heute sind nur beim Heli sind wir da, nur kleine Arbeiten zu machen. Gar nichts passiert beim Siegesein durch einen Sturz, haben wir mehr zu tun. Aber sonst haben wir alles im Griff. Morgen würde ich sagen, ist die erste Vorentscheidung. Und ich hoffe, dass der morgige Tag noch einmal so gut geht wie heute. Und dann möchte ich eigentlich den Sieg entgegenfahren. Meine Strategie ist jetzt schon noch sehr schnell unterwegs zu bleiben. So wie es bis jetzt war. Nur trotzdem muss ich ein bisschen mit Taktik weiterfahren. Also das heißt, das Risiko minimieren und sicher ins Ziel zu kommen. Also ich bin froh, dass ich wieder gefahren bin, weil es ist eine ganz andere Strecke her. Und der Berg, das Panorama ist einfach unglaublich, unglaublich schön. Es ist zwar sehr kalt, aber das entschädigt, die Landschaft entschädigt, glaube ich, für alles. Das muss man einmal gesehen haben. Ich bin hergefahren, dass ich sage, ich möchte das Ziel erreichen einfach und das Bestmögliche für mich rausfahren. Aber dass mir so gut geht eigentlich, habe ich eigentlich, ja, ich habe sicher sportlich daheim fest trainiert. Aber es geht vom Fahrerischen her, die Gegend, die taugt mir einfach. Die Schotter- und Asphaltmischung, das ist genau mein Terrain. Also die Landschaft gibt so viele super Sachen her, nur hat man keine Möglichkeit und keine Zeit, dass man sich das genießen kann, anschauen. Man kann eigentlich nur dann vor dem Start, genießt man das und schaut man das an. Oder die Zwischenetappen, was man hat, dann bleibt man wirklich stehen und genießt es einfach in vollen Zügen. Atemberaubend und die Leute voll freundlich und das ist wirklich wunderschön. Ja. Ja, es war so, dass ich eben da in der Fensterheit weggefahren bin. Es war ziemlich dunkel und da bin ich gleich bei der ersten Transportstrecke habe ich praktisch eine Baustelle übersehen und habe da eine Vollbremsung gemacht und dann hat es mich natürlich voll aufgestellt. Ja. You're no hell.